Es war wie immer eine Herausforderung, präzise zu spielen. Die größte Herausforderung war Hall of Shame, wegen der schnellen Kickdrum-Patterns, die doch sehr anspruchsvoll sind. Die schnelleren Parts entsprechen eher meiner Spielweise und meinem Zugang zum Metal generell, aber es sind auch durchaus die laxeren Parts herausfordernd. Raum für den Bass diesmal drinnen. Es war bei den alten Elternalben auch schon so, aber es hat sich noch mehr entwickelt in diese Richtung. Also für alle Instrumente, ich finde, es ist nicht mehr ganz so vollgepackt, obwohl alles noch drin ist. Ob das jetzt Bass, Schlagzeug, zwei Gitarren natürlich und das Orchester. Aber letztendlich ist alles ein bisschen entzerrt worden und es kommt jedes Instrument, jeder hat seinen Anteil und kommt ein bisschen besser zur Geltung, ohne dass großartig zurückgefahren werden muss. Also sehr leicht gefallen ist keiner, es ist immer eine Herausforderung, jeder Evenbridge-Song. Hohe Geschwindigkeit, das ist natürlich immer schwieriger, aber mein Handgelenk ist geölt, das ist nicht so das Problem. Andere Songs, die mehr Grooves drin hatten, die waren jetzt für mich etwas schwieriger, aber wie gesagt, eine Herausforderung ist jeder Evenbridge-Song, immer. Technischer es ist, umso weniger schwierig ist es. Von dem her war es jetzt nicht das Leichteste, aber auch nicht die Schwerste. Aber es war eine schöne Herausforderung.